Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Und wir wollen jetzt auf direkten Weg nach Yavin. Hier drüben habt ihr noch so ein bisschen was zu lesen. Und wir reisen da jetzt mal hin. Werden wir da gleich hingeportet oder muss ich da persönlich hinwatscheln zum Konferenztisch? Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen uns selber da melden. Warte mal, war das hier? Melde dich am Konferenz. Ach, auf Yavin 4, ja, alles klar. Dachte Konferenztisch hier bei mir im Schiff. Mit dem Planeten haben sie echt. Ich sag mal. Haben sie echt was Jute getan. Dieses alte Feeling von Episode 4, so. Da war ja auch Yavin 4. Und man konnte endlich jetzt hier auf den Planeten und umherlaufen und das. Also, das erste Mal hier Yavin zu betreten, ist schon. War schon beeindruckend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Neue Planeten an sich zu betreten, das ist schon sowieso beeindruckend, sagen wir. Acht Leute, Mensch, wenn ich überlege, wie viele Leute hier damals waren, ja. Oh, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hin. Wo wir hier alle angefangen hatten und dann sind wir alle hier los und haben gemacht und getan und jeder ist dann mit seinen Charaktere hier umhergewuselt, haben Aufgaben erfüllt und naja. Da hast du noch, für zum beim Abschließen, wenn du hier die Bonus, glaube ich, gemacht hast, hast du noch für die Gefährten Zeugs gekriegt. Und da war das, glaube ich, noch so, dass die auch noch was brauchten und da waren die noch nicht so angepasst. Das wurde dann erst mit der Zeit geändert. So, gut, wollen wir mal klicken, sind alle da. Mein Herr möchte vermelden, dass die Umgebung recht unwirtlich ist. Die Revaniter haben ihre Basis in einem alten Tempel in der Nähe errichtet. Wir haben keine verwertbaren Vorräte oder Unterkünfte gefunden. Die anderen Scouts haben Ähnliches gemeldet. Es gab Kontakte mit Revaniter-Patrouillen, aber noch keinen schweren Widerstand. Ich spüre die Präsenz des Imperators. Ich würde sie überall erkennen, aber diese Präsenz ist nicht allein. Der Imperator ist nicht der einzige Sith, der an diesem Ort Spuren hinterlassen hat. Wir müssen das umliegende Gebiet besser im Blick behalten. Die Scouts können in so dichtem Unterholz nur eingeschränkt arbeiten. Es ist mehr als das. Ich spüre Angst, Misstrauen. Diese Welt ist durchzogen von altem Hass. Und wir haben unseren Teil schon längst beigetragen. Kommt da auch noch sowas wie ein Vorschlag? Die Truppen lenken sich gegenseitig zu sehr ab, um das Gebiet effektiv im Auge zu behalten. Sie haben Angst, dass ihnen jemand in den Rücken fällt. Dann errichten wir einen neutralen Perimeter um die äußeren Wachen herum. Sensorausrüstung ist unparteiisch. Das kann ich erledigen. Sobald unsere Position gesichert ist, können wir uns auf Revan konzentrieren. Ich kümmere mich um diese Sensoren. Haltet mich auf dem Laufenden. Immer doch. Viel Glück. Die Koalition. Im alten erweiterten Universum hatte Luke, glaube ich, hier auf Yavin seine Jedi-Akademie gehabt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, wenn man hier Jedi Knight 3, Jedi Academy spielt, ist man da auch auf Yavin. Das Spiel habe ich hier auch noch. Findet ihr das genauso unbehaglich wie ich? In dem Fall sind wir nämlich verloren. Das müsste so ja laufen. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich hatte Darth Maa im Visier. Freie Schussbahn. Was? Und
ihr habt nicht abgedrückt. Als ich ihn durch mein Zielfernrohr sah, konnte ich ihn irgendwie fühlen. Als wüsste er, dass ich da bin. Er hat nicht mal gezuckt. Naja, so wie es aussieht, müssen wir mit den Typen zusammenarbeiten. Wahrscheinlich war es gut so, dass ihr nicht den Mumm hattet. Ja, vielleicht. Hey. Das Gespräch kommt mir ja nicht so bekannt vor. Sehr cool. Hier waren zum Beispiel so Sachen, dass der hier... Die Seite ist stark hier. Es ist nicht der Dschungel selbst. Es ist eher so, als wäre er von der Macht überschwemmt. Ja, es ist ein machtvoller Ort. War alles nicht gebrochen hier. So, hier hat man zum Beispiel so Sachen, dass man hier warten musste. Deswegen hat man meistens immer die Karten kämpfen lassen. Ich habe ein Signal. Man ist dann immer so die Wege abgelaufen, wie so bekloppter. Guck mal, der wartet hier auch schon. Aber guck mal hier, die Respawn-Zeit haben sie extrem runtergenommen. Was ich auch vernünftig finde. Du ich kannst weiß nicht hier mehr, was ich von Lana halten soll. Ich behalte sie im Auge. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach bloß... Ach, wir müssen hier noch Viecher töten. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach bloß, dass... dass bei solchen Sachen... Kannst du nicht eine Respawn-Rate von 10 Minuten haben, wisst ihr? Das ist einfach das absurd. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Spawn-Rate ist bei der Helden-Missionsaufgabe auf Korriban? Bin ich jetzt richtig? Warte mal. Nee, auf Drum und Kras. Wo du da in dem Tempel bist, von der dunklen Seite, und da stehen sie dann alle rum. Da meistens war dann immer so, wenn dann vier Leute zusammen waren, irgendeiner hat dann gewartet und hat die anderen dann eingeladen, sag ich mal. Ist halt schon voll hier. Wartet die hier schon? Nee. Dann haben die schon gewartet und du hast dann die Leute eingeladen und dann hast du eine Gruppe aufgemacht. Und jeder Neue, der dann drin kam und die Gruppe war noch nicht voll, hast du das auch gemacht. Was doch Sinn macht, weißt du? Also macht doch Laune, wenn die Leute dann da mitmachen bei sowas. Nicht so egoistisch, weißt du? Schlimmer wurde das denn erst, wenn ich, sag ich mal, rumgestanden haben, die Leute. Hab keinen Fokus. Und jeder für sich dann gekämpft hat. Ach ja, früher, ihr habt doch schön, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier, früher, ihr habt doch schön diese Tresorkisten hier oder diese Kisten, die Creditkisten. Heutzutage ist ja irgendwas Materialart hier drinne. Credits, Fehlanzeige, aber alles nicht. So, pass mal auf, jetzt machen wir mal ganz Lust jetzt. Kopfstand unter Wasser, ganz an der Luft anhalten. So, Freunde. Wir werden erstmal hier nach oben. Ich muss ja da hinten irgendwo hin. Hier bin ich ja falsch. Na gut. Aber wir müssen sowieso. So, kommt mal alle ran hier. Ach, hier sind ja auch so eine Dinger. Perimeter-Sensor-Schnittstelle. Die konntest du denn auch irgendwie... Irgendwo konntest du denn noch so Dinge anklicken. Dann hast du hier noch so Bonusaufgaben hier so im Hintergrund gehabt. Dafür hast du, glaube ich, auch dann irgendwie so ein... wie heißt denn das hier?
Trophäe kriegt oder so. Die Macht ist mit mir. Dann war noch irgendwie was von wegen irgendwelche Geister, die hier noch rumschwirren. Wenn du die angeklickt hast, hast du dann auch nach einer Weile irgendwas gekriegt. Ein Erfolg? Erfolg, mir ist das Wort nie eingefallen. Der Bruch. Könnte sie mal ihre... Ja, ich wollte eigentlich mal ihren Kartell mal gucken. Ich hatte vorhin letztes Mal wieder irgendwas gekriegt von wegen, oh, hier, Angebote. Aber ich habe sowieso gerade nichts. Oh, was sind das hier? Das ist natürlich... Das sieht ja nice aus. Aber hier, nichts hier habe ich hier. Scheiße. Und die Dankenfalle war ja auch cool. Das ist zum Heilen, glaube ich. Mandalorianischen Clan-Mitglieds? Die von den Tunic-Teilen, weiß ich nicht, halte ich nicht viel von. Aber das Ding würde mich jetzt hier... Hat mich jetzt interessiert. Na gut, man kann nicht alles haben. So, sehe ich hier irgendwo die Dinge auf dem Boden oder so? Manchmal sind da irgendwo so eine Stäbe, die dann so rausgucken. Die musste man dann irgendwie anklicken. Sieht doch voll gut aus hier teilweise. Ist eine schöne Welt. Also, Yavin finde ich noch richtig cool. Hier gibt es, glaube ich, auch eine Festung. Die habe ich aber nicht. Manch einer holt sich ja gerne hier so die Festungen nur auf. Was war jetzt in Manahan? Gibt es ja auch eine Festung? War da nicht letztens auch irgendwie eine Festung? Keine Ahnung. Ah, oh, Gira kämpfen. Oi. Kommt mal wieder nicht rechtzeitig an. Friss mein Lichtschwert! Hier sind die Dinger. Die kannst du denn hier anklicken? Gehst du hier ran und dann klickst du die hier an? Oh, da gibt es ja Kommandopunkte für, okay. 75, gerade wenig. Also wenn du das erste Mal hier auf Yavin bist, dann kannst du hier einen Erfolg farmen. Ich möchte sagen, war ein Erfolg. Hetz mich nicht. Ich glaube, an den Ein- und Ausgängen hier bei den neuen Tunneln war auch irgendwie was gewesen. Hat hier nicht noch irgendwie so eine Bonusaufgabe mit den Viechern? Achso, die hörten jetzt zu dem anderen. Gut. Steinrochen. So, wo ist der nächste? Ich werde mal so ein bisschen hier die Elite hier so ein bisschen malträtieren. Wie gesagt, es gibt ja mal schöne Bonuspunkte hier. Masasai. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Brauchen wir nicht mehr. Ja, die hat man eine Zeit lang, gerade damals um die Zeit, wo das hier anfing. Jetzt geht's los! Da hat man schon die Strecken drauf gehabt. Du bist immer wieder, wie so ein Roboter, läufst du immer wieder dieselben Strecken ab. Ja, ist der Nachteil von, ich sag mal, von dem Grinde. Ich glaube, das heißt Grind. Und
Viecher haben zum Beispiel nichts dabei. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut, will man machen. Kann es nicht ändern. So, Kira. Da haben wir auch nochmal einen großen. Sehr gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten irgendwo. Diese kleinen Viecher hier. Sieben Leute gerade mal hier. Ach nee, wie war vielleicht das Gespräch? Juti. Ich habe alle Sender platziert. Gute Arbeit. Bevor ihr zur Basis zurückkehrt, wäre vielleicht noch eine weitere Modifikation angebracht. Mit ein paar kleinen Anpassungen können wir die Sensoren dazu bringen, uns zusätzliche Daten über imperiale Aktivitäten zu liefern. Sie werden davon nichts mitkriegen. Ihr wollt die Imperialen ausspionieren? Ich glaube, die jüngsten Ereignisse haben uns gezeigt, dass wir wachsam bleiben sollten. Das wird sie in keiner Weise beeinträchtigen, aber wir bleiben informiert. Wenn wir einander nicht vertrauen, erreichen wir niemals einen anhaltenden Waffenstillstand. Ist das euer Ernst? Ich kann euch wohl nicht dazu zwingen, vernünftig zu sein. Kehrt einfach zum Lager zurück. Ihr seid fertig da draußen. Theorem Ende. Oh. Willkommen. Zieht das mal alle mit hier, wisst ihr? Alle so bündeln und dann mit denen mal auslöschen. So kriegst du schön die Massen. Die Massen bewältigt. So, wo muss ich jetzt hin? Da lang. Ihr spürt es auch. Nicht die alten Sith oder den Imperator. Auch nicht Revan. Eine Präsenz, die anders ist. Ja, sie ähnelt euch. Ich spüre sie auch. Ist es wirklich möglich, dass die helle Seite hier präsent ist? Das Licht kann überall erstrahlen. So scheint es. Die Sensoren orten etwas Greifbareres. Große Strukturen, gebaut aus einer Mischung von alten und modernen Materialien. Es scheint, dass sie verwüstet worden sind. Viele Trümmer. Sucht nach Übertragungen im Signalbereich 47.2. Was ist das? Es ist verschlüsselt. Die Fakten hinter einem Gerücht. Diese Frequenz wird nur von der Imperialen Garde genutzt. Die Struktur, die wir gefunden haben, muss ihre Ausbildungsanlage sein. Vielleicht übertragen sie etwas, das wir gebrauchen können. Könnt ihr es entschlüsseln? Nein, nur die Garde kann das. Aber angesichts der Zerstörung, die Theron beschrieben hat, ist es wahrscheinlich ein Notruf. Wenn die Garde eine Anlage hier hat, wissen sie vielleicht, wo sich das Versteck des Imperators befindet, was uns direkt zu Revan führen würde. Ihr habt recht. Nachdem es sich hier um rein imperiale Interessen handelt, stelle ich ein eigenes Team zusammen, um die Sache zu untersuchen. Beneko, kommt mit. Wir können nicht tatenlos zusehen. Niemand weiß, was sie in der Anlage finden werden.
Wir können ihnen nicht blind vertrauen. Beeilung. Während Mar sein Team zusammenstellt, verlasst ihr das Lager und durchsucht die Basis der Imperialen Garde. So schnell wie möglich. Wir versuchen, die Imperialen hinzuhalten, so gut es geht. Hoffen wir nur, dass das nicht hässlich wird. Wir brauchen unsere gesamte Kraft, um Revan zu besiegen, wenn es soweit ist. Tut nichts, was das Unternehmen in Gefahr bringen könnte. Das werden wir nicht. Möge die Macht mit euch sein. Alles klar. Was haben wir hier? Bollwerks? Nee, Züchtiger. Aber ich glaube, das sowieso brauchen wir eh nicht. Das 78er Zeugs, das können wir hier nochmal. Eigentlich können wir ja das hier schon mal. Was war denn das hier überhaupt? Okay. Den könnte ich eigentlich auch einsetzen. Das bringt hier nichts. Rishi-Trophäe brauchen wir auch nicht. Mio-Urteil brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Dreck. So, wie spät haben wir? 21 Minuten. Ist ja normalerweise unsere alte Zeit, aber ich habe ja gesagt, dass ich glaube ich ein bisschen länger machen will. Flattern wir mal rüber, mal nur die ersten Aufgaben. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Hätte ich auch mit der Schnellreise hin watscheln können. Aber gut, die haben das ja hier so gemacht, dass du nicht mehr so lange unterwegs bist. Hallo? Das war gerade etwas seltsam. So, ja, mach du mal hier. Halte derweil die Augen offen, ob wir hier in diesen Dingern hier so Sensoren finden. So sagt er und der Ritte vorbei. Nee, hier ist was. Ist ja so, die Dinger meinte ich hier. So, hier waren, glaube ich, nee, doch nicht. Verdammt. Kann sein, dass die erst später triggert. Die Viecher hier irgendeine Bonus? Oh ne. Schön unten bleiben. Ein Yavin-Anhänger. Ein Yavin, wie heißt das hier? Oh, wie heißt denn das jetzt? Dieser Ort nicht. Er kommt mir seltsam bekannt vor. Ich war zwar noch nicht hier, aber ich habe ihn bereits gesehen. Rufpunkte, er gehört dem Imperator. Ach, hier, kick mal. Hier da oben. Assassin's Creed Odyssey. So, die haben auf jeden Fall Bonus hier. Gut. 1 von 8. Guck mal, hier sind schon alle ausgelöscht hier. 2 von 8. Es sieht schon beeindruckend aus, muss man ja schon mal sagen. Also das ist wirklich... Hier für die habe ich, glaube ich, noch einen Erfolgseintrag. So. Die müssen wir, glaube ich, auch, genau.
Hier rennt, glaube ich, auch irgendwo. Oder kann man aktivieren? Einen Streiter da drüben. Den habe ich natürlich nicht. Jetzt geht's los! Okay, den hatten wir schon mal. Den können wir eigentlich mitnehmen hier. Ist ja mein. Ja. Können wir hier oben gleich noch die Fässer mitnehmen? Die müssen wir ja sowieso hier. Sehr gut. Also hat erst beim zweiten Mal klappt. Der zählte, glaube ich, nicht als Bonus. Doch. Der aber nicht. Nee, der nicht. Sehr schön. Wie gesagt, die nehmen wir gerne dankend mit. Sehr gut. Jetzt muss ich auf jeden Fall zusehen, dass ich hier erstmal die blauen Sachen hier wegkriege, bevor ich hier die Gegner umniete. Den können wir noch machen. Schön unten bleiben. Bin ich eigentlich immer noch begeistert von diesen Midi-Lichtschwertkämpfen hier? Ja, bin ich. Verdammte Axt. Immer noch. Ich liebe es immer noch. Sieht einfach nur bemerkenswert aus. Das ist einfach top. Das ist einfach super. Das macht Laune, das macht Spaß. Das ist aber der Grund, warum man das Let's Play hier nicht einfach abbricht. Ja. Unterbrochen. Meine Güte. Was hat sie jetzt hier rumgewirbelt noch? Die waren, das waren schon wieder andere. Oh, jetzt haben wir ihm den weggenommen. Tut mir leid. Wenn du dieses Let's Play guckst, das tut mir leid. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Ah, verdammt. Man weiß ja selber, wie das ist. So, ich mache erstmal diesen hier. Können wir mal den hier machen. Und dann müssen wir noch... Haben die hier irgendwie was? Ja, oh, hier sind noch welche. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Die holen wir uns hier drüben. Nee, der zählt nicht. Oben da oben irgendjemand? Ja, da sind welche. Ach, das sind ja hier die Droiden. Stimmt, die haben irgendwie wieder eine eigene Bonus. Droiden haben hier eine eigene Bonus, aber zu einem anderen. Ist die Lage noch gespannter als bei euch da draußen. So oder so, passt auf euch auf. Zu einem anderen Zeitpunkt haben die hier, wenn du jetzt hier, sag ich mal, durch bist mit diesen Kapitelstories, hast du denn nachher hier noch etliche Bonusaufgaben hier. Na. Schön unten bleiben.
Ihr wartet damals noch wirklich noch im Wesen am Anfang, wo rauskam, dass sie hier aufpassen musste, dass die Fährten auch mit ihr levelt wurden. Also vernünftig Zeug an hatten und sonst warst du hier mal ganz schnell Wurmfutter. So, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. So, Akademie der Imperialen Garde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.